Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin. Und als solche möchte ich mit dir heute mal 10 Gewohnheiten von hochsensiblen Kindern teilen. Vor allem, falls ihr auch Lehrer kennt, teilt das Video, denn es ist wirklich wichtig, dass endlich mehr Bewusstsein auch für die hochsensiblen Kinder geschaffen wird, weil das eben die Kinder sind, die auch oft Probleme zeigen. Ja, und ich bin ja auch gerade an meinem Kurs für neurodivergente Kinder, also das heißt Kinder mit Hochsensibilität, Kinder auf dem Autismus-Spektrum mit ADHS, ADHS, also das Crossover zwischen ADHS und Autismus und dann natürlich auch noch die PDA-Kinder. Dazu habe ich eine extra Playlist erstellt. Da komme ich auch nochmal hier im Laufe dieses Videos drauf zurück. Die könnt ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr beim Punkt 5 sagt, das ist mein Kind. Ja, also dann empfehle ich euch diese PDA-Playlist, was nichts mit der Betäubung in der Schwangerschaft oder bei der Geburt zu tun hat, sondern steht für Pathological Demand Avoidance. Heutzutage hat dieses Akronym, also dieses Kürzel, auch noch andere Dinge wie Pervasive Drive for Autonomy bekommen. Also es kommt aus dem angloamerikanischen Raum und wir können da nur profitieren, weil da tatsächlich wirklich schon ganz viel mehr Bewusstheit für solche Dinge herrscht als hier, ja, in Klein-Hinter-Dingsbach, ja, wo dann die Grundschullehrerin immer noch sagt, es muss so oder so passieren, ja. Also, heute wollen wir die 10 Gewohnheiten, die ich in einem sehr spannenden Artikel gelesen habe, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke, wollen wir die mal gemeinsam durchgehen, in der Hoffnung, dass du einerseits natürlich dein Kind erkennst und andererseits auch weißt, okay, also es ist für hochsensible Kinder normal, dass mein Kind so ist. Das ist natürlich für viele schon ganz wichtig. Und deswegen legen wir jetzt mal los mit dem ersten Merkmal, mit der ersten Gewohnheit, die hochsensible Kinder gerne mal an den Tag legen. Also, die erste Gewohnheit ist das emotionale Achterbahnfahren. Also diese Kinder, die so hochsensibel sind, die leben in Extremen, ja? Also immer hoch, runter, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Braucht ihr euch keine Sorgen machen, ist in dem Fall keine bipolare Störung, sondern ist einfach wie hochsensible Leben, weil sie eben alles so tief wahrnehmen. Also das kann auch mal heißen, also sie leben einfach ihre Gefühle sehr aus. Sowohl die traurigen Gefühle als auch die fröhlichen Gefühle. Und dann passiert es halt schon mal, dass Kinder solche Sachen sagen wie, du bist nie für mich da. Also, dass sie dann so ein bisschen auch überspitzen, ja. Oder ich bekomme nie Aufmerksamkeit oder solche Sachen. Obwohl du natürlich ganz genau weißt, dass es nicht der Fall ist, ja. Und das ist das erste Merkmal. Das zweite Merkmal ist, dass die Kinder sehr, sehr tiefgreifend reagieren auf Sinneseindrücke. Zum Beispiel, also Kleinigkeiten auch manchmal, ja. Wenn die Mama zum Beispiel, bei mir ist es so, ich trage Kontaktlinsen und wenn das irgendwie aus einem Grund mal nicht geht, trage ich auch mal Brille. Und meine Tochter, die hat damit echt ein Problem, ja. Also die freut sich da überhaupt nicht und sagt dann immer, Mama, du musst Kontaktlinsen. Oder also das sagt sie nicht, aber sie sagt, ich soll die Brille absetzen. Genauso hatte ich mal einen Schüler, da hatte ich früher die Haare auch ziemlich weit rauswachsen lassen und dann wieder blond gefärbt. Und dann, also der wurde gar nicht darüber fertig, dass ich jetzt auf einmal wieder blonde Strähnen hatte, ja. Also das sind solche Sachen, die hochsensible Kinder tatsächlich richtig aus der Bahn werfen können. Also sie reagieren auf solche Änderungen, die sie mit ihren Sinnen wahrnehmen können, sehr stark. Und sie schmecken auch, zum Beispiel, wenn sich in Produkten irgendwas verändert oder wenn die nicht mehr genauso schmecken wie früher, ja. Also da reagieren sie immer sehr stark darauf, auch verärgert, ja, ärgerlich. So, Punkt Nummer 3, höhere Wahrscheinlichkeit von Meltdowns. Also das heißt, Kinder, die natürlich viel mehr wahrnehmen, hatte ich ja auch in dem letzten Video schon gesagt, woran du erkennst, dass dein Kind hochsensibel ist. Kinder, die viel mehr wahrnehmen, viel tiefer verarbeiten, die haben natürlich auch eine größere Gefahr, dass sie mal einen Meltdown erleben. Das heißt, dass diese Meltdowns häufiger passieren und auch intensiver sind von der Intensität her. Also genau. Dann Punkt Nummer 4. Sie nehmen alles um sich herum wahr. Tatsächlich alles. Den Tonfall, die Schwingung im Raum,
das kleine Insekt an der Wand, ja. Und das überfordert sie natürlich auch leicht. Zum Beispiel, wenn Eltern sich streiten oder einfach der Ton oder auch die Ansprache dem Kind gegenüber mal vielleicht etwas raubeiniger wird, dann sind sie damit komplett überfordert, ja. So, dann Punkt Nummer 5. Sie haben ein höheres Kontrollbedürfnis. Jetzt sind wir bei dem Punkt angelangt vom Anfang. Ja, mit der PDA-Playlist, die ich euch ja da am Anfang schon verlinkt habe, da könnt ihr mal schauen. Und auch in dem Kurs, den ich gerade entwickle, kommt natürlich, fließt auch dieses PDA stark mit ein, ja, weil für mich ist PDA eine Untergruppe der Hochsensibilität, ja. Das mag nicht für alle so sein, für mich ist das so. Und deswegen fand ich das super toll, dass es auch in diesem Artikel mit diesen 10 Gewohnheiten wirklich drin vorkam. Und denn die Kinder haben eben ein höheres Kontrollbedürfnis und sind auch manchmal darin recht rigide und unflexibel, ja. Also, dass die Kinder halt sagen, du sitzt da, du musst das so machen und wenn du das nicht so machst, dann kriege ich meinen Meltdown. Das sagen die nicht so, aber du weißt das ja implizit sozusagen. Oder welche Farbe hat das Geschirr? Kriege ich eine kleine Gabel oder eine große? Oder solche Sachen, ja. Und dieses Kontrollbedürfnis, das nimmt umso mehr zu, umso unsicherer sich das Kind im Inneren fühlt. Also seht das bitte nicht als ja, aufsässiges Verhalten oder als Bösartigkeit an, sondern nehmt das einfach mal als Coping-Strategie hin, ja, der Kinder. So, Punkt Nummer 6. Jetzt kann ich es euch mit meiner Hand nicht mehr zeigen. Hochsensible Kinder sind häufig viel ängstlicher und vorsichtig in neuen Situationen. Und das, ja, klingt natürlich sehr nach Eingewöhnung, Schulanfang, ja, also gerade in diesen neuen Situationen sind die Kinder sehr ängstlich und können sich zum Beispiel eben auch schwerer von den Eltern trennen, weil, wie ich auch in dem anderen Video schon gesagt habe, die Kinder natürlich viel mehr verarbeiten müssen, wenn eine neue Situation kommt, weil sie viel mehr wahrnehmen. Und deswegen suchen sie den Anker, den sicheren Hafen in ihren Eltern und das ist ja auch absolut gut und gewollt so, ja. Genau, der 7. Punkt ist die geringere Frustrationstoleranz. Also wenn das Nervensystem immer schon sehr sprunghaft ist und immer schon sehr viel wahrnimmt, sehr viel aushalten muss, sehr oft aktiviert wird und sich dann wieder runterfahren muss, hoch und runter, ja, dadurch ist natürlich die Frustrationstoleranz auch nicht ganz so hoch, weil man ja schon am Tag. Ja, also da gab es ja auch mal so ein schönes Video, wo so eine Frau das gezeigt hat mit den Tassen. Irgendwann fließt es dann halt über und die Frustrationstoleranz ist etwas geringer, weil halt diese Kinder schon die ganzen Sinneswahrnehmungen ausbalancieren müssen und diese ganzen Eindrücke, die Schwingungen, den Streit am Morgen, alles das liegt hochsensiblen Kindern schwerer auf der Seele und deswegen dauert es natürlich auch entsprechend lang, dass. Also das zu verarbeiten und deswegen haben sie natürlich auch ja wie so einen Überhang, ja, dass sie sozusagen noch damit beschäftigt sind, damit, damit, damit und dann kommt noch jemand an damit und dann ist halt ja, dann läuft das Fass über. Dazu hatte ich auch schon mal ganz speziell ein Video gemacht, wenn das Fass überläuft. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, wenn das bei eurem Kind des Öfteren mal der Fall ist. Ja, dann Punkt Nummer 8. Hochsensible, das habe ich ja schon immer gesagt, sind sehr perfektionistisch und deswegen fällt es ihnen auch schwerer zu verlieren, schwerer einen Misserfolg mal wegzustecken, schwerer, wie bei Punkt 9, zu dem ich jetzt komme, auch mal kritisiert zu werden. Das fällt hochsensiblen Kindern auch schwerer. Oder auch nur korrigiert zu werden, ja? Dann lachen sie manchmal oder schauen so verschämt weg oder rennen weg. Also einfach diese Emotionen, die mit der Scham zusammenhängen. Ich bin jetzt ertappt worden, ich habe was falsch gemacht oder ich habe diese Aufgabe nicht richtig gemacht. Diese Scham darüber, das ist so eine Flut an Emotionen für hochsensible Kinder, die können sie gar nicht so richtig verarbeiten. Und aus diesem Grund haben sie dann diese Coping-Strategien. Ich renne jetzt mal weg. Ich werde aggressiv, ich überspiele das jetzt, ja, weil diese Scham zu fühlen ist schwerer als vielleicht wütend zu werden oder schwerer als wegzurennen. Und das geht für mich auch dieser Punkt in Richtung PDA-Hochsensibilität. Bei den PDA-hochsensiblen Kindern ist das auch besonders stark ausgeprägt. So,
kommen wir zum allerletzten Punkt, zum Punkt 10. Die letzte Gewohnheit. Diese Kinder sind super, super selbstkritisch. Also das ist eine Sache, die wir tatsächlich bedenken müssten, wenn wir diese Kinder auch in soziale Settings geben. Die sind sehr darauf fokussiert, wie andere sie wahrnehmen, wie sie rüberkommen. Und das nicht aus einer Eitelkeit heraus, sondern auch mit als Kombination aus diesem Kontrollbedürfnis und aus diesem Sicherheitswunsch. Wie komme ich jetzt rüber? Bin ich jetzt gut? Bin ich schlecht? Und sind da wirklich sehr, sehr selbstkritisch. Also das, was Hochsensible mit anderen machen, das machen sie auch mit sich selber. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, vor allem wenn dann der Perfektionismus noch dazu kommt und eben so diese Angst, dass man einfach, ja, wie soll ich sagen, dass man da tatsächlich schlecht wahrgenommen wird oder dass, ja, dass es den Leuten nicht reicht. Und deswegen gehen alle Erziehungsmaßnahmen, auch gerade bei Hochsensiblen, so richtig tief. Die brauchen eigentlich gar nicht selber angenölt zu werden. Da reicht es schon, wenn der Lehrer, ja, jemand anderem dann eine Standpauke hält, und das hält er schon für alle hochsensiblen Kinder in der Klasse mit. Könnt ihr euch sicher sein. Und die nehmen sich alles ganz tief zu Herzen. Gerade was eben auch im Austausch mit dem Außen passiert. So, und das waren diese 10 Merkmale oder Gewohnheiten von hochsensiblen Kindern. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was erkennst du von deinem Kind wieder, was erkennst du vielleicht an dir selber wieder. Und ja, da freue ich mich absolut sehr doll. Und hier verlinke ich euch nochmal unseren Instagram-Kanal. Folgt uns auch da gerne. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Vergesst auch das Liken nicht, das ist immer ganz wichtig. Ich glaube, das haben einige vergessen in letzter Zeit. Und auch natürlich teilen und kommentieren, und wenn es ein Herzchen ist oder eine kleine Sonne oder eine Regenwolke, wenn es dir nicht gefallen hat. Ich freue mich über alles, und ja, wir sehen uns dann in alter Frische wieder beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute, deine Julia. Ciao!